Thank you.
Er gruft irgendwo auslassen und auch zeigen, wer der Stilch ist. Die Bissgelegenheit ist Rankeln, eine typisch ländliche Sportart, die bei uns in Bayern, im Salzburgerischen, aber auch in Südtirol betrieben wird. Da müssen die Männer zeigen, wo sie nicht erstecken. Und sie hausen da um, dass von den Wasen fliegen. Thank you.
Als wir um 7 Uhr noch verschlafen in den Bus steigen, wissen wir noch nicht, dass es ein so schöner Tag wird. Obwohl die Jause eingepackt ist, beginnt bei herrlichem Sonnenschein der Aufstieg zum Fidschi-Joch. Wir kommen von den Bergen, wir kommen vom Alpenland. Jora liert zum Mittag, uns macht so weit davon. Wir steigen hoch hinauf, hinauf zu Schnee und Eis, mit der Jungs und Haut am Bogen und am Hirn das Edelweiß. Unsere Führer Marianne, Franz und Alois führen uns sicher über Steige und Brücken zum Ziel. Und weiß, sie springt dazu. Nicht trock bei uns im Land, wo ja fast jeder Bur. Kein Berg ist uns zu hoch, kein Ziel ist uns zu weit. Mit einem Rucksack auf der Kugel und am Hinter das Edelweiß. Mit einem Rucksack auf. Nach einer Stunde Aufstieg legen wir eine Rast ein. Diese Strapazen in frischer Luft lassen uns die Jause umso besser schmecken. Wieder etwas ausgeruht und gestärkt, geht es weiter dem Gipfel zu. Fidschi-Joch angekommen, erwarten uns schon viele Bergkameraden aus Nord- und Südtirol. Mittlere und Alte aus Südtirol, Osttirol und Nordtirol.
Ich glaube, dass uns Gott der Herr heute einen wunderschönen Tag geschenkt hat. Einen Tag, den wir nicht so schnell vergessen werden. Und es ist auch für mich ein wunderschöner Tag. Es ist jetzt zum zweiten Mal, dass ich das Heiligste, das wir besitzen, die Heilige Messe, auf einem Grenzstein feiere. Gestern um dieselbe Zeit habe ich das Kreuz auf der Weißkugel eingeweiht. Und jetzt bin ich hier, genau auf der Grenze, mit einem Fuß in Südtirol und mit dem anderen in Nordtirol. Und ich glaube, dass wir Gott danken müssen, dass das heute alles möglich ist. Dass wir Grenzen in dieser Form erleben, wie wir es jetzt hier auf dem Pfitzscher Joch erleben. Ich möchte auch von meiner Seite her allen danken, die sich da bemüht haben. Ich möchte allen danken, die vom AV in Nordtirol und Südtirol diese Aufgabe hier übernommen haben, uns dieses Fest zu organisieren. Und ich möchte auch allen Behörden danken, auch denen, die jetzt hier anwesend sind. C'è un gran piacere per me di salutare anche i rappresentanti dei finanzieri e dei carabinieri e della polizia. Nach der Bergmesse gehen wir etwas unterhalb des Joches auf eine große Wiese, wo wir zuerst noch etwas zu essen und trinken bekommen, um dann für die Wettspiele gestärkt zu sein. Nicht alle sind solche Künstler auf den Stelzen. Einige nehmen auch ein unfreiwilliges Bad. Beide Landesjugendführungen haben ja jährlich diese Sternfahrten gehalten. Eine Sternfahrt ist, wenn viele von vielen Teilen des Landes an einem Ort sich treffen, um gemeinsam irgendetwas zu unternehmen. Geht die Zeit zu schnell. Zum Abschied bilden wir einen großen Kreis und singen gemeinsam ein Lied. Geschenke übergeben und als es am schönsten ist, geht es wieder nach Hause. Alles so steig ich selbst hinauf. Ja, Malaria, 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 von droben auf der Alm. Tiroler, du bist so schön. Thank you.
Wenn Tausende von Gästen Jahr für Jahr wiederkommen, ist das der beste Beweis, dass es ihnen gefallen hat, dass sie gefunden haben, was sie suchten. Dass man sich hier wirklich herrlich erholen, Gesundheit tanken, Urlaub machen kann, hier im Nordosten Tirols an der salzburgischen Landesgrenze im Bezirk Kitzbühel in Fieberbrunn. Der erste dankbare Gast, von dem wir wissen, gab Fieberbrunn seinen heutigen Namen. Vor gut 600 Jahren soll Margarete Maultasch, die Tiroler Landesfürstin, vom bösartigen Fieber befallen, in diese Gegend gekommen sein. Sie trank aus einem heilkräftigen Brunnen und wurde gesund. Diesem ersten Besucher sollten noch viele folgen, ebenso berühmte und weniger prominente. Sie werden kaum vom bösartigen Fieber befallen sein, wie einst Margarete Maultasch. Wollen sich einfach nur erholen, bei Spiel und Sport, beim Minigolf oder im schön gelegenen Schwimmbad, das auch beheizbar ist. Bei aller Liebe zur Tradition ist Fieberbrunn dem Neuen gegenüber aufgeschlossen. Fieberbrunn wird allen Erfordernissen der modernen Touristik gerecht. Entscheidend bleibt aber doch, dass man sich um die Gäste persönlich kümmert, sie individuell betreut. Dieses überzeugende Zusammenspiel von moderner Touristik und jener menschlich-herzlichen Atmosphäre, mit der Tirol von jeher seine Gäste aufgenommen hat, ist vielen begeisterten Fieberbrunn-Urlaubern das Wichtigste. Und deshalb werden es auch immer mehr. Tiroler Brauchtum wird in Fieberbrunn seit eh und je gepflegt. Aus dem gesamten Kitzbühler Bezirk kommen zu diesem Volksfest die Musikzüge und Trachtenkapellen. Und selbstverständlich ist die Fieberbrunner Knappenmusikkapelle auch dabei. Der idyllisch gelegene Lauchsee soll zu einem Badesee ausgebaut werden. Ebenso ist hier ein Moorbad-Sanatorium in Planung.
Dieses Projekt wird dem Fieberbrunner Fremdenverkehr neue Akzente setzen, sich dabei aber in das Landschaftsbild organisch einfügen. Die Ruhe, die dieses Gebirgstal ausstrahlt und auf seine Besucher überträgt, wird der nervenstrapazierte und erholungssuchende Wanderer immer genießen können, wenn er sich nicht gerade beim Schwimmen oder auf den Tennisplätzen etwas aktiver sportlich betätigen will. Fieberbrunn bietet dem Gast zahllose Wandermöglichkeiten. Von der Hochgebirgstour für den bergerfahrenen Kletterer bis zu fast ebenen, bequemen Wegen, die vor allem die älteren Gäste zu schätzen wissen. Viele Ruhebänke laden dazu ein wenig zu verschnaufen und die immer neuen Ausblicke zu genießen. Eine der schönsten Wanderungen führt mit dem Sessellift und dann auf gut angelegten Höhenwegen zum Wildseeloder und zu einem der herrlichsten Bergseen ganz Tirols, dem Wildalpsee. Während der Sommersaison hat hier der Wanderer im Schutzhaus des Alpenvereins jederzeit Gelegenheit zu einer zünftigen Jause oder Brotzeit. Traditionspflege und der Unterhaltung der Gäste zugleich dienen die regelmäßigen Platzkonzerte im eigens dafür errichteten Pavillon. Der Eisenbergbau, der in Fieberbrunn vor Jahrhunderten seine große Blüte hatte, ist zurückgegangen. Seine Rolle hat der Fremdenverkehr übernommen. Und die Fieberbrunner Knappenmusikkapelle trägt dem auf ihre Weise Rechnung. Die steigenden Übernachtungsziffern und die zunehmende Bettenkapazität beweisen, wie beliebt Fieberbrunn als Erholungsort ist. Die äußerst günstigen Ausflugsmöglichkeiten, die windstille Lage, die einzigartige Schönheit der Landschaft, das ärztlich empfohlene Klima, machen Fieberbrunn zu einem der ersten Fremdenverkehrszentren Tirols. Alles ist aus dem Wasser entsprungen. Alles wird aus dem Wasser erhalten. O Herr, gönn uns dein ewiges Walten. Wenn du nicht Wolken sendest, die Ströme nicht vollendest, was wären Gebirge, was Ebenen und Welt? Du bist's, der das frischeste Leben erhält. Du bist's, dem das frischeste Leben entquellt. Fast durch jeden Ort fließt ein Bach mit Namen. Die wenigsten aber wissen die Herkunft bzw. den Ursprung dieses Baches. Wir möchten es aber genau wissen und machen uns auf die Suche nach der Ursprungsquelle.
Talschluss des Hörndlinger Grabens in Fieberbrunn auf einer Seehöhe von ca. 1500 Metern nimmt der Schwarzachbach seinen Ursprung. Als kleines Bächlein geht er auf Reisen, der sogenannte Schwarzachbach. Die Farbe des Bachschutters gibt ihm bis Fieberbrunn seinen Namen. Quelle des Lebens und Quelle der Schönheit. Beeindruckend mit vielfältigen Schauspielen. Wasser. Ein einfaches und doch vollendetes Molekül aus zwei Atomen Wasserstoff und einem Atom Sauerstoff. Wandelbar in seinen Eigenschaften als unsichtbarer Wasserdampf, als geruchs- und geschmacksfreie Flüssigkeit oder in fester Form erstarrt. Als Kristall. Überall dort, wo noch reines Wasser fließt, gedeihen auch Sträucher und Pflanzen sehr gut. Die Blätter nehmen eine Größe an, dass sie sogar als Versteck dienen können. Kreislauf fließt das Wasser talwärts. Wo sich die Gelegenheit bietet, zeigt es seine Kraft. Sie reicht aus, um einen Weg durch Felsen zu bahnen und diese nach eigenem Willen zu formen.
Wasser auch heilen kann, geht aus einer Chronik aus dem Jahr 1354 hervor. Da heißt es, dass die tirolischen Landesfürstinnen Margarete, die Maultasch, und die Erzherzogin Claudia vom Wasser am Kirchbühl tranken und durch den Genuss vom Fieber geheilt wurden. Sie ließen die Quelle einfangen und von dieser Zeit an wurde der Ort Fieberbrunn genannt. Im Tal wieder etwas beruhigt, heißt sie jetzt Fieberbrunner Ache. Fließt folgsam in ihrem Bett, das der Mensch meist künstlich angelegt hat, durch Fieberbrunn. Korrektur und Regulierung des Bachbettes sind jedoch notwendige Maßnahmen, da sie dem Ausgleich zwischen kargem Niederwasser und zerstörerischem Hochwasser dienen. Als die Ache noch ungezähmt ihren Weg durch Fieberbrunn suchte, wurde der Ort häufig bei Hochwasser überschwemmt. Große Schäden wurden dabei angerichtet. Von hier, wo die Plätzer Ache in die Fieberbrunner Ache mündet, heißt das Gewässer bis nach St. Johann Pillersee Ache. Auch an dieser Stelle gab es immer wieder verheerende Überschwemmungen, die größte davon im Jahre 1912. Brücken wurden weggerissen, Häuser unterspült und teilweise zerstört. Das Marterl erinnert noch an dieses schreckliche Ereignis. Seit Beginn der Abwasserreinigung, bei uns seit dem Jahre 1989, wurde großer Wert auf leistungsfähige regionale Kläranlagen gelegt. St. Johann, wo sich die Kitzbühler Ache mit der Pillersee Ache vereint, heißt sie bis über die Grenze nach Bayern Großache. Fast lautlos fließen jetzt die aus den vielen Zuläufen angesammelten Wassermassen ihrem Ziel, dem Chiemsee, entgegen.
Etwas oberhalb der Ache steht das Wallfahrtskirchlein Globenstein. Der Name geht aus einer wunderbaren Begebenheit hervor. Da heißt es: Ein altes Mutterl geht von Kössen nach Marquardstein. Plötzlich löste sich oberhalb des Weges ein mächtiger Steinklotz und donnerte gerade auf das Mutterl zu. Vor lauter Schreck blieb es erstarrt stehen und rief: O Mutter Gottes, hilf! Vor dem Mutterl spaltete sich der Steinklotz in zwei Teile und blieb liegen. Daher der Name Globenstein. Der Chiemsee war früher ein stark verschmutztes Gewässer. Er hat dank einer Milliardeninvestition wieder eine Wassergüte erreicht, auf die die Bayern stolz sein können. Trotzdem sollten wir weiterhin alles tun, um die Qualität unseres Wassers vom Ursprung bis zur Mündung zu erhalten. Damit auch unsere Nachbarn es nutzen können, wie wir es genutzt haben. Und schließlich das Wasser das bleibt, was es sein muss. Eine Quelle des Lebens. Ganz viele Helfer gehabt, aber wir nennen halt heute die, die wir in der Gruppe haben. Das haben ja ganz viel mitgeholfen, gell? Aber beim Fusel darf man uns einmal ganz besonders bedanken,
Christianer, gell? Oh, gewaltig, danke schön. Du, vielen Dank, gell? Das ist so super. Vorher war es gleich einmal der Bernie, weil der das ist Energiezentrale Führergrund, da ist der Drixl Micha und er hat 36 Kubikmeter Hackschnitzel gesponsert und geliefert. Umrechnend haben sie es gleich verdient. Vielen Dank, danke dir. Super. So, und dass wir auch ein bisschen in die Medien reinkommen. Haben wir da auch noch einen da? Das hätten wir noch gesagt, er hat zwei Leute hinter, der hilft uns da nicht, aber er macht uns eine bärige Presse. Das habe ich nicht gesagt. 20 für Brunner, was schaut sich beim Licht, macht er mit Frühschiff. Okay, der ich weiß, dass der das Feuerwasser nicht so gern mag. Er kriegt vielleicht ein paar. Ein Sixpack. Den Gewicht angepasst kriege ich mir. Dass du auch in die Wege geleitet hast und dass das so super werden hat dürfen. Gell? Vielen, vielen Dank. Mit euch darf ich einmal trinken. Nein, nur mit Ingrid. Wir müssen ja in so einem Indianerplatz noch einweihen. Also taufen. Wir haben jetzt alle was mitgenommen, damit wir richtig taffen können. Wasserbomben. Sag's einmal laut, Maximilian. Das Wilden Westens. Was? Das Dorf des Wilden Westens. Was? Da sind Cowboys und Indianer und alles dabei. Jetzt kriegt jedes Kind eine Sorge. Wasserbomben. Ja, immer. Das ist alles ein Block, bitte. Dann kriegen wir die Kinder und sie. So auf diesen Adler, gell? Ja. Was sagen wir? Eins, zwei, drei!